Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathe Bock, wenn Mathe Bock macht. In diesem Video schauen wir uns nochmal die Konstruktion Seite-Seite-Winkel an und betrachten, welche Bedeutung die Seitenlänge bei dieser Konstruktion hat. Wenn du ein Dreieck mit SSW konstruieren sollst, dann hast du ja immer zwei Seitenlängen und einen angrenzenden Winkel gegeben. Und dieses Dreieck, was du da zeichnen sollst, das ist immer dann eindeutig konstruierbar, wenn eben der Winkel an der kürzeren Seite dran ist. Ist das nicht so, dann kannst du möglicherweise tatsächlich eine mögliche Lösung haben. Du könntest aber auch keine Lösung haben oder sogar zwei mögliche Lösungen. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, eigentlich nutzen wir die Kongruenzsätze ja dafür, dass wir wirklich genau das gleiche Dreieck jedes Mal konstruieren und im letzteren Fall sind diese Dreiecke also unter Umständen nicht kongruent. Ich habe hier zwei Beispiele. Wir haben einmal die kürzere Seite am Winkel und hier haben wir einmal die längere Seite am Winkel und wir werden genau drauf gucken, was das für die Lösungen ausmacht. Wie immer beginnen wir mit derjenigen Seite, an der der Winkel angrenzt. Das ist in dem Fall die Seite B und im ersten Beispiel ist die kürzere, 5 cm ist die lang. Also schreiben wir hin B. Die Seite B, die beginnt immer in C und endet im Punkt A. Nun sollen wir einen Winkel zeichnen, der 40 Grad hat, und zwar im Punkt A setzt er an. Also zeichne ich als erstes mal den Winkel. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Wir zeichnen jetzt von A aus einen Strahl, naja, weil wir wissen ja einfach noch nicht, wie lang die Seite C ist. Macht es mal richtig ordentlich lang, damit wir jetzt, wenn wir nämlich in C einstechen und dann die Seite A mit 7 cm einzeichnen wollen, auch tatsächlich auf den Strahl drauf treffen. Als nächstes braucht ihr euren Zirkel, um die Seite A zu zeichnen. Dafür müsst ihr ihn auf 7 cm einstellen. Macht das genau, denn nur dann ist euer Dreieck auch wirklich genau richtig konstruiert. Stecht also ein in C, um rauszufinden, wo überall der Punkt B liegen kann. Und jetzt wird auch schon mal klar, naja, wenn eben der Radius hier größer ist, dann werdet ihr auf jeden Fall hier diese Seite da nicht treffen, sondern irgendwo hier wird sich der einzige Schnittpunkt mit dem Strahl von A aus, der ja der zweite Schenkel von Alpha ist, treffen. Und in diesem Schnittpunkt, der ja der einzige ist, dort ist der dritte Eckpunkt, also der Punkt B. Und jetzt können wir eben eindeutig dieses Dreieck vervollständigen, indem wir von B nach C die Seite A einzeichnen und den Strahl, den wir hier haben, einfach noch ein bisschen dicker machen. Im zweiten Beispiel ist jetzt die längere Seite am Winkel dran und deswegen müssen wir auch die zuerst zeichnen, nämlich 7 cm. Benennen wir sie gleich wieder und in dem Fall ist es ja genauso wie im anderen Dreieck, denn das ist die Seite, die an den Winkel angrenzt. Wir haben wieder C und als zweiten Punkt eben den Punkt A. Nun zeichnen wir im Punkt A den Strahl, der als zweiter Schenkel für einen Winkel von 40 Grad genutzt wird. Und wir machen ihn auch wieder lang genug, damit wir auf jeden Fall mit unserem Kreis irgendwo den treffen. Manchmal muss man halt einfach durch das durchzeichnen, was man schon geschrieben hat. Als nächstes gucken wir mal, wo eben der Punkt B sich überall befinden kann, eben am Ende einer Strecke mit Länge 5 cm. Dazu müssen wir jetzt um den Punkt C einen Kreis mit dem Radius 5 cm zeichnen. Stellt euren Zirkel wieder genau ein und stecht in den Punkt C ein und zeichnet dann jetzt einen Kreis darum.
So, eigentlich reicht der Kreisausschnitt, den wir haben, ja schon, um genau zu sehen, was das Problem ist. Du stellst fest, dass du in diesem Fall zwei Schnittpunkte mit diesem zweiten Schenkel hast. Naja, und hier müssten eben beide dieser Dreiecke, die hier möglich sind, konstruiert werden. Nennen wir den mal B1 und nehmen wir den hier B2. Und wenn wir das eben haben, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir hier ein Dreieck haben oder ein anderes Dreieck, was hier existiert. Naja, und weil wir eben zwei unterschiedliche Dreiecke konstruieren können, sind einfach die Dreiecke, die hier rauskommen, möglicherweise eben nicht kongruent. Und deswegen ist diese Form von SSW kein Kongruenzsatz. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weitergeholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.